Moin moin und hallo Leute, mein Name ist Trashy und herzlich willkommen zu einem weiteren, ja, normalen Live-Commentary mit Battlefield 3. Mit dabei ist auch der Druide, kannst mal Ja. Hallo sagen. Hi. Ja, und wir spielen jetzt eine Runde Only Sniper, Bolt Action natürlich. Ja. Und schauen mal, was hier so geht. Und wie ich gerade merke, so ziemlich wenig. Bei mir irgendwie auch. Ich bin zwar Erster, aber das heißt ja noch nichts von meiner KD her. Boah, ey, ich schieß gerade richtig pro-mäßig immer daneben. Ach so, und apropos, ne? Der Link von Druide ist von seinem Channel ist in der Beschreibung. Falls ihr da mal vorbeischauen wollt. Ein Klick. Das war's schon. Das ist auch mal gut. Schon hier ein Gegner. No-Scopes funktionieren grundsätzlich nicht, wenn sie funktionieren sollten. Ich habe gerade jemanden die Nüsse weggeschossen. So Aufnahmesachen zu kaufen. Ich glaube, du warst es gerade eben. Ich habe geschossen und ich habe genau zwischen deinen Beinen durchgeschossen. Weil du bist so gesprungen und ich wollte gerade so ein Respawn-Ding von dem Sniper kaputt schießen. Du bist so elegant wie Bambi über meinen Schuss hinübergesprungen. Ja. Antoine Louis hat mich getötet. Ich sehe irgendwie gar keine Gegner. Ist aber ja auch nicht mit so vielen, leider. Ich zock sonst immer mit 32. Boah, ich kann nicht. Also mit 32 könnte ich gar nicht spielen, weil da wäre mir absolut zu viel los. Und ich kann mich schon nicht entscheiden, wenn zwei Gegner vor mir stehen. Ach, das war ein Gegner! Antoine, das kannst du mir nicht antun! Er hat mich gemessert. Das ist mies. Aber das wurde ich auch schon öfters. Eben. Als ich ein Messern wurde, ist natürlich klar, wenn die ihr ACB-90-Messer rausholen. Boah, wenn der mich jetzt schon wieder kriegt, ey. Dann krieg ich nein, die Plätze. Nein! Nein! Ich renn gerade einem hinterher und wollte ihn die ganze Zeit messern, aber hab ihn nicht bekommen. Genau so ist das bei mir auch die ganze Zeit. Das ist irgendwie, ich bin echt zu dumm zu messern. Also. Aber wenn man erstmal so zwei Gegner an derselben Stelle hatte und sich kaum bewegen musste, dann ist man echt drauf und dran, einfach mal an der Stelle zu bleiben und weiter zu gucken, ob da noch welche rauskommen, so wie bei so einem Bienennest. Ja, kenne ich, aber ich bleib da dann auch nicht wirklich lange an der Stelle. Vielleicht kriege ich da noch drei Stück oder so und dann. Aber ich bin halt nicht so der Camper, der dann wirklich lange campt. Das kann ich auch irgendwie nicht, weil ich das ziemlich unfair finde. Außer wenn ich mal richtig abkacke, da muss es sein. Ja, dann muss man die KD wieder retten. Genau. Zur Zufriedenstellung. Ja, nee, es gibt ja manchmal so Tage, wo man einfach so absolut nichts hinbekommt und dann muss man einfach irgendwann mal stehen bleiben und so wenigstens ein bisschen wieder reinfinden. Okay. Ja, das habe ich auch manchmal, aber eigentlich selten, weil als ich Battlefield nicht zocken konnte, war ich auf einmal der Überpro und als ich dann wieder gezockt habe, war ich dann wieder ein bisschen schlechter. Das ist manchmal echt ziemlich komisch bei mir. Aber ja. Pow! Ach, man darf hier nicht messern auf dem Server? Doch. Warum wurde ich denn schon so häufig gemessert? Was ist denn hier los? Ich hab doch vorhin auch gemessert. Warum nimmt er denn weiterhin sein Maschinengewehr, wenn er irgendwie die ganze Zeit gekillt wird? Ich wurde gemessert. Was ist das? Ich hab's gesehen. Ja, stand vor, doch vor mir, oder? Oh, ich hab einen Teamkill gemacht. Es tut mir so leid. Sorry, Schleim. Pow! In Wind ist eine!
Boah, das war gerade eine Lahmarschreaktion, Vogel. Win. Welche Sniper hast du nochmal? L96 habe ich gerade. Antoine. Oh. Antoine, ich so lang, dann nehme ich es persönlich, ja. Eins. Scheiße. In der Lampenschale. Bing. Gedämpftes Licht im Saale. Mann. Wie oft man da los ist. Achso. Yes! Antoine! Kill, kill! Na, so langsam nehme ich es persönlich, Antoine. Weiß ja nicht, wie du es siehst. Boah, sind da viele! Oben drauf? Oder wo? Nee. Ah, da rechts meinst du? Ja, genau an den da. Docks? Genau da. Okay. I try to rennen hin. Also die campen auf jeden Fall. Nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe. Bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Nein! Ghost Rider, das kannst du mir doch nicht antun. Nein! Schlecht. Aber ich habe schon geahnt, wie schon gesagt, wenn zwei Gegner vor mir sind, dann kann ich nicht mehr. Kann ich nicht mehr. Das hätte ein Collateral sein sollen. Verdammt. Coole Stunden da drum. Ich glaube, wenn ich jetzt diesen Collateral verkackt habe, ist es an der Zeit, so langsam hochzuhören. Nein! Boah, knapp, Junge. Warum war das denn? Soll ich dich abschießen? Oh. Warum war das kein Collateral? Okay, jetzt höre ich aber wirklich auf. Das geht da nicht. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und nicht vergessen, schaut mal bei dem Druiden vorbei. Und dann würde ich sagen, was das für heute. Ja. Ciao, ciao, Leute. Und ich gehe jetzt weinen. Tschüss. Wenn euch dieses Live-Commentary gefallen hat und ihr noch mehr von mir hören oder auch sehen wollt, dann schaut auch einfach mal in der Commentaries-Playliste vorbei. Und vergesst nicht, den Druiden zu abonnieren, beziehungsweise einfach mal auf seinen Channel vorbeizugucken, weil wenn wir uns in der Community gegenseitig helfen, dann erreichen wir gemeinsam mehr. Also, bis zum nächsten Mal.